Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne meine Tops und Flops aus dem Monat Juni zeigen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit meinem Video. Als erstes habe ich hier eine Palette, die habe ich zugeschickt bekommen und zwar von BH Cosmetics, die Avocado Toast Palette. Die hat sehr viele verschiedene schöne Töne hier drin. Mir gefallen vor allem sehr gut diese Erdtöne und mit dem Grün kann man auch richtig schön so ein bisschen spielen. Die Töne sind alle sehr, sehr gut pigmentiert. Ich kann euch jetzt hier mal ein Foto einblenden, wie das Ganze geswatcht auf meinem Arm aussieht. Und ich habe übrigens ein Instagram-Tutorial dazu gedreht. Also schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei. Ich heiße da KimWoodOfficial. Und dann könnt ihr sehen, was für ein Look ich mit dieser Palette gezaubert habe. Vor einiger Zeit hatte ich eine Kooperation mit GOT2BE auf Instagram und da habe ich so Color-Shampoos vorgestellt, also so pigmentierte Shampoos in Lila, Rosa und Grau und auch Trockenshampoos. Und auf diesem Trockenshampoo hier bin ich absolut hängen geblieben. Ich finde das so, so gut. Mir gefällt es ehrlich gesagt noch ein bisschen besser als das von Batiste und ich hätte nicht gedacht, dass das möglich wäre. Das ist wie gesagt von GOT2BE, die Trockenwäsche, sofort frische, extra frisch, tropische Brise. Das riecht sehr gut, hinterlässt wirklich null weiße Rückstände. Die Haare, die glänzen danach richtig schön und man hat so ein richtig gutes Fresh-Up. Ich schaffe es mittlerweile ohne Probleme, mir 5 Tage lang nicht die Haare zu waschen. Ich finde, das klingt immer so eklig, aber wenn man gar keine fettigen Haare hat oder sowas und man nicht stinkt oder so, finde ich, ist das überhaupt kein Problem. Und dieses Produkt hier hilft mir einfach super dabei und das kann ich euch sehr weiterempfehlen. Dann habe ich hier 2 Produkte, von denen ich mir nicht sicher bin, ob sie bei mir für Hautunreinheiten gesorgt haben. Ich habe eher dieses Produkt hier unter Verdacht und zwar von Physikiens Formula, das Rosé All Day Oil-Free Serum. Das habe ich mir immer unter mein Make-up gegeben und seitdem ich das mache, habe ich ja so Pusteln bekommen, vor allem auf der Nase. Und nachdem ich es abgesetzt habe, hat es aufgehört. Allerdings habe ich in der Zeit auch dieses Produkt hier verwendet und abgesetzt. Das ist von Garnier Skin Active, das beruhigende Gesichtswasser mit Rosenwasser. Ich habe wie gesagt eher dieses hier unter Verdacht, aber ich lasse die beiden jetzt erstmal weg. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, falls ihr auch so eine Erfahrung mit diesen Produkten gemacht habt. Dann können wir uns da sehr gerne austauschen und vielleicht finde ich dann ja raus, welches der beiden Produkte der Übeltäter ist. Ich werde echt super oft gefragt, wie ich meine Haare so schön kühl und leicht grau bekomme. Ich teste seit ungefähr 6 oder 8 Wochen diese Produkte hier von Lee Stafford. Die haben mir mal so ein PR-Paket zugeschickt. Ich kannte die vorher gar nicht. Und das ist die Bleach Blondes Ice White Serie. Und da habe ich hier einmal ein Shampoo und einmal einen Conditioner. Und die sorgen dafür, dass meine Haare wirklich so schön aussehen. Das Shampoo wende ich an wie immer. Also ich schäume meine Haare ein, spüle das aus, lasse es auch gar nicht besonders lange einwirken. Und danach nehme ich den Conditioner, gebe mir den auf die Haare und den lasse ich schon länger einwirken, weil ich nehme dann immer meine Bürste und kämme meine ganzen Haare mal durch. Und ja, sie werden dadurch schön weich gepflegt und sie kriegen halt wirklich ja, diesen Grauschleier, sage ich mal. Dieser Conditioner ist auch nicht so, wie ich das sonst gewöhnt bin, lila, sondern der ist wirklich einfach blau. Wenn man sich damit die Haare wäscht, dann denkt man erstmal so, das wird ja richtig blau, ganz komisch. Das sieht wirklich nicht so schön aus. Aber wie gesagt, wenn man es ausspült, dann wird es so. Das für mich allerbeste Setting Spray ist immer noch von Urban Decay, der All Nighter. Ich habe jetzt wieder hier ein neues Fläschchen und immer wenn ich das verwende, dann hält mein Make-up wirklich für immer. Ich benutze das nicht jeden Tag, ich benutze das nur so für spezielle Anlässe, wenn ich irgendwie abends feiern gehe, wenn ich auf eine Hochzeit gehe oder wenn irgendwas Spezielles ansteht, wo ich weiß, ich werde feiern, ich werde schwitzen und mein Make-up muss halten. So für den Alltag benutze ich eigentlich nie Setting Spray, aber das hier ist wirklich meine Wunderwaffe. Ich glaube, diese Packung hier kostet jetzt so ungefähr 15 Euro oder vielleicht ein bisschen mehr, aber das lohnt sich extrem. Dann habe ich hier einen Augenbrauenstift, den habe ich heute auch verwendet. Und zwar von Maybelline, der Brow Ultra Slim Augenbrauenstift in der Farbe Medium Brown. Ich finde den an sich gut. Er hat halt eine sehr, sehr dünne Mine, so wie ich das gerne mag. Hier an der Seite hat er auch noch so ein Augenbrauenbürstchen, womit man das alles gut durchkämmen kann. Aber die Farbe, die gefällt mir wirklich gar nicht. Auch jetzt gerade, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber ich finde, es sieht einfach zu grau aus. Klar, ich habe ja auch gräuliche Haare, dann passt das wieder so ein bisschen. Aber für mich ist das, wie gesagt, einfach nicht die optimale Farbe. Hier ist jetzt auch noch was, was ich zugeschickt bekommen habe. Dieses Mal von Benefit. Und zwar haben die mir 4 verschiedene Shades von der Erstick Foundation
geschickt und ich habe die getestet. Bei mir hat die Farbe 3 sehr gut gepasst. Und normalerweise mag ich so cremige Foundations oder vor allem Concealer überhaupt nicht. Aber diese Foundation ist echt krass. Also ich habe mir erst so ein paar Striche auf die Haut gegeben, habe das dann mit einem Pinsel verblendet. Kann man auch gut mit einem feuchten Beautyblender verblenden. Und die Foundation ist wirklich super, super leicht. Also Airstick passt hier auf jeden Fall sehr für die Beschreibung. Zum Beispiel auf Taras Hochzeit habe ich das aufgetragen und danach den All-Nighter drüber. Es hat bombenfest gehalten, da ist nichts verrutscht. Es hat sich die ganze Zeit angenehm angefühlt. Und obwohl ich auch gesweatet habe und mir auch mit Papier so durchs Gesicht gegangen bin, damit ich wieder matt werde, hatte ich trotzdem immer noch Foundation drauf und alles und damit bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Vor allem mit den beiden in Kombination. Hier jetzt ein Produkt, was bei mir wirklich komplett durchgefallen ist. Ich habe euch letztens schon mal gesagt, dass wir im Urlaub eine neue Sonnencreme gebraucht haben. Ein Sonnenölspray haben wir uns gekauft bei Action, ich glaube für 3,99 €. Weil in Holland war Sonnencreme super teuer. Für so ein normales Paket hat man irgendwie 20 € bezahlt. Dann haben wir einfach das hier mitgenommen. Und Ölspray insgesamt, damit komme ich gar nicht klar. Ich fühle mich dann einfach klebrig, dreckig und ich kriege davon einfach schlechte Laune. Deswegen kann ich es nicht verwenden. Aber in der letzten Zeit hatten wir dann nur noch das, dann habe ich es halt gezwungenermaßen verwendet. Das größte Problem dabei war aber, dass das meine Haare verfärbt hat. Also da scheint irgendwie Beta-Carotin drin zu sein, obwohl das hier hinten nicht draufsteht. Und meine Extensions sind unten wirklich so richtig orange geworden. Ich werde jetzt bald meinen Vlog vom Urlaub hochladen, dann könnt ihr das da nochmal sehen. Da habe ich das nämlich nochmal genauer gezeigt. Ich habe das aber übrigens durch das Silbershampoo wieder wegbekommen. Also von daher war das jetzt nicht so schlimm, dass ich sie rausnehmen musste. Aber ich habe echt gedacht, ich muss die Extensions wegwerfen. Das war schon echt krass. In letzter Zeit mache ich mir sehr gerne hier wieder meine Locken. Und da darf dieses Produkt hier absolut nicht fehlen. Und zwar von Balea das Haarspray Volumen Effekt. Das habe ich euch wirklich auch schon sehr, sehr oft gezeigt. Das ist meine Geheimwaffe, damit meine Frisuren einfach lange halten. Ich habe mir die Locken jetzt heute Morgen gemacht. Und die werden jetzt auf jeden Fall mindestens die nächsten 3 Tage halten. Also ich mache mir meine Locken dann immer, lasse das auskühlen. Sprühe das dann einmal wirklich großzügig über meine ganzen Haare, lasse es dann nochmal 10 Minuten eintrocknen und bürste dann mit meiner Bürste einfach das Haarspray raus und dann sieht es so aus. Es ist jetzt auch nicht hart oder so, also ihr seht, man kann das wirklich gut alles anfassen. Meine Haare sind trotzdem weich und ja. Kauft euch das auf jeden Fall. Das braucht jeder im Haus, finde ich. Ich habe ja sehr lange nach dem perfekten Bronzer aus der Drogerie gesucht und ich habe ihn auf jeden Fall gefunden. Und zwar von Maybelline, der City Bronzer. Den verwende ich jetzt auch schon relativ lange. Wenn ihr das gleich in der Nahaufnahme seht, dann könnt ihr auch erkennen, dass ich da auf jeden Fall schon einiges von benutzt habe. Ich finde die Farbe einfach super gut. Ich habe hier übrigens die Farbe Medium Warm 250. Ich trage das heute auch. Und ich dachte immer, man muss sich wahrscheinlich so einen teuren Bronzer holen, wie vom Benefit der Hoola Bronzer, der auch wirklich super gut ist. Aber ganz ehrlich, der reicht. Also ich sehe da jetzt keine großen Unterschiede. Klar, die Farbe ist ein bisschen anders, aber die halten irgendwie gleich lange. Und ich kann mir auch so durchs Gesicht gehen und es bleibt trotzdem drauf. Und den mag ich wirklich sehr gerne. Schreibt mir doch jetzt gerne mal in die Kommentare, welche Produkte ihr diesen und letzten Monat sehr toll fandet oder welche, die ihr sehr, sehr schlecht fandet. Je nachdem können wir uns dann ja vor Fehlkäufen bewahren. Das wäre auf jeden Fall super. Ich freue mich ansonsten über einen Daumen nach oben und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Macht's gut. Ciao.